Herzlich willkommen bei der LinkedIn-Show. Wieder zurück aus der Sommerpause und ab sofort immer als Livestream. Worum geht es in dieser Ausgabe? Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Teilen bzw. die Nützlichkeit der Teilenfunktion für die Bespielung von Gruppen. Es gibt ein Ticket zu gewinnen für den B2B-Marketing-Kongress am 22. Oktober in Wien. Und ich habe die Ausstellung über künstliche Intelligenz im Wiener Markt besucht. All das und mehr in dieser Sendung. Doch zuerst zur größten technischen Neuerung. Unser lieber Co-Moderator Boxack hat gekündigt. Stattdessen haben wir nun eine exklusive Doggycam. Ganz neu in der LinkedIn-Show. Ab sofort mit an Bord die Co-Moderatorinnen Bula hier im Bild zu sehen und Capri. Aber damit zum ersten Thema. Die Teilenfunktion auf LinkedIn hat keinen besonders guten Ruf, könnte man sagen, wenn es darum geht, die Reichweite der eigenen Inhalte zu optimieren, also möglichst viele Personen im Netzwerk zu erreichen, dann ist es sehr wichtig, das hat sich mittlerweile wohl herumgesprochen, originäre Inhalte zu posten, eigene Bilder, eigene Videos, und mit einem geteilten Posting erreicht man in der Regel keine besonders große Reichweite. Trotzdem ist die Teilenfunktion ausgesprochen praktisch, um Gruppen zu bespielen. In den Gruppen, die besuchen die Nutzer auch und schauen, was es dort für neue Postings gibt. Und diese Funktion ist aber ein wenig versteckt. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Stellen Sie sich vor, wir scrollen hier nichtsahnend durch unseren LinkedIn-Feed und plötzlich taucht eine Konferenzankündigung der Neo Video 2020 auf. Sehr spannende Konferenz. Ich habe 2018 dort einen Vortrag über Video SEO, also Suchmaschinenoptimierung mit Video, gehalten. Und sagen wir mal, Sie möchten diesen Vortrag jetzt eben nicht nur liken, sondern in Ihrer Gruppe teilen. Sie klicken dafür auf den Share-Button und hier unter dieser Privacy-Einstellung eigentlich, wo Sie wählen, ob wer diesen Post sehen kann, jeder und Twitter sozusagen unendlich plus eins, falls Sie Ihren Twitter-Account verlinkt haben, oder nur Connections, da haben Sie dann auch die Auswahl aller Ihrer Gruppen. Sowohl der Gruppen, wo Sie Mitglied sind, als auch der Gruppen, die Sie selber managen. Wie Sie hier sehen, ich nehme in dem Fall die OME, unsere Online-Marketing Österreich-Deutschland-Schweiz-Gruppe, und wähle das aus. Und danach sieht man dann hier auch im Balken, ist die Gruppe eingetragen. Man kann da immer nur eine Gruppe auswählen. Was Massenspamming von in Gruppen will LinkedIn nicht unterstützen mit diesen Tools. Wir schreiben einen Beitrag dazu, einen Kommentar dazu. Sollte nie kommentarlos teilen. So, Neo-Video. Dann poste ich diesen Beitrag und wenn ich nun anschließend in die OME-Gruppe gehe, dann sehen Sie eben, dass dieser Beitrag direkt hier in der Gruppe auftaucht und eben nicht in meinem persönlichen Newsfeed. So viel also zum Nutzen der Teilenfunktion, die man für diese Bespielung von Gruppen sehr, sehr gut verwenden kann. Und damit kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Sendung, nämlich den B2B-Kongress in Wien. Der findet am 22. Oktober statt und Datenschmutz verlost dafür ein Ticket im Wert von 490 Euro. Alles, was Sie tun müssen, um zu gewinnen, ist ein Posting zu teilen. Wie funktioniert die Teilnahme am Gewinnspiel? Sie finden alle Details auf meinem Blog auf datenschmutz.net. Also wie gesagt, am 22. Oktober. Keynote-Sprecherin in der Früh ist Pam Dinner, eine sehr bekannte Content-Marketing- und LinkedIn-Expertin. Wird sicherlich ein ausgesprochen interessanter Vortrag. Das Ganze findet statt im Novotel am Wiener Hauptbahnhof. Und wie gesagt, um eben teilzunehmen, müssen Sie einfach nur diesen Beitrag, der ist hier im Blog auch verlinkt, teilen und mit dem Hashtag Datenschmutz B2B versehen.
Was erwartet Sie am B2B-Marketing-Kongress 2019, wenn wir hier einen Blick ins Programm werfen? Wie gesagt, Pam Dibner wird die großen Trends von Spracherkennung über Artificial Intelligence berichten und bewerten. Es gibt einen Vortrag von Frank Haas, der bei den Gebrüdern Weiß zuständig ist für die Corporate Brand Strategy, ein Unternehmen, das sehr, sehr stark expandiert. Es gibt zwischendurch einige 5-Minuten-Pitches, natürlich auch die obligatorischen Kaffee- und Networking-Pausen, ein Vortrag von Jens Tinab, der bei der A1 Digital Deutschland GmbH für Marketing und Customer Experience zuständig ist. Es geht um rechtskonformes Dialogmarketing, mehr Pitches und Andreas Perotti, der Director Marketing and Communications von der FACC AG, wird über die Neupositionierung einer B2B-Marke sprechen. Also mit anderen Worten, jede Menge spannender Input für B2B-Marketer am 22. Oktober in Wien. Teilnehmen am Gewinnspiel, Beitrag teilen und das Gratisticket im Wert von 590 Euro könnte Ihnen gehören. Hallo Ilkay, herzlich willkommen im Stream. Dein Video von heute, glaube ich, war das, von heute oder gestern, über Liken, Teilen und Sharen, das kommt übrigens auch noch bei den Status-Updates der Woche später. Wenn ihr hier im Stream zuhört, ich freue mich natürlich über einen Kommentar. Extra ein kleinformatiges Tablet angeschafft, um da mitlesen zu können, weil das derzeit beim LinkedIn-Livestreaming am selben Rechner nicht wirklich funktioniert. Also wie gesagt, ich freue mich über eine kurze Rückmeldung und einen Kommentar und komme damit zum nächsten Thema dieser Sendung. Und zwar im Wiener Mag läuft noch bis 6. Oktober, also die nächsten 3 Tage, im Rahmen der Biennale Wien die Ausstellung Uncanny Valleys. Uncanny Valleys beschäftigt sich mit dem Thema Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz und zwar eben nicht primär aus technischer, sondern aus künstlerischer Perspektive. Das Kuratorenduo hat, ich glaube, 18 Installationen sind es von 18 Künstlern hier zusammengestellt, die ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema KI werfen. Da sieht man Bitcoin-Miner in Aktion, Artificial Intelligence bzw. neuronale Scripts beim Lernen von Gesichtserkennung. Sehr spannende Ausstellung, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich hatte das Vergnügen, im Rahmen einer Kuratorenführung da durchgeführt zu werden und dabei habe ich diesen Beitrag aufgenommen. Die Ausstellung Uncanny Values im Wiener Mag, noch zu sehen bis 6. Oktober, nähert sich dem Thema Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz aus ganz unterschiedlichen Perspektiven an, etwa mit diesen automatisch generierten Smileys. And with our show, The Uncanny Values, we wanted to tackle that notion of value from a different angle and also allude to the uncanny, which was actually a term coined by Sigmund Freud, the Austrian psychoanalyst, in 1919, exactly 100 years ago, where he described it as the unfamiliar in the familiar, and this uncanny feeling that we know when we see something that looks like a human, for example, but is inanimate matter. And it also alludes to the term uncanny valley that was coined by the Japanese roboticist Masahiro Mori in the 70s, and which describes an acceptance curve that is getting low if something looks humanoid, but then turns out not to be. Neben den verschiedenen technischen, sozialen und Sicherheitsimplikationen beschäftigt sich die Ausstellung auch mit der Geschichte des Phänomens AI, mit den verschiedenen politischen und technologischen Vektoren. Es gibt auch historische Installationen, wie hier ELIZA zu sehen. Frühere Netzkunstbeiträge, auch damals haben sich Künstler bereits mit dem Thema beschäftigt, ohne natürlich die heutige Rechenkapazität zur Verfügung zu haben. Apropos Rechenkapazität, hier sehen wir einen Bitcoin-Miner mit der entsprechenden Kühlung live in Aktion. Sehr spannend auch diese Installation, die zeigt hier diese große Menge an Gesichtern, aus denen künstliche Intelligenzen bzw. neuronale Netze durch Machine Learning dann Muster erkennen können. Hier eben Menschen, es geht immer darum, die mit einer riesengroßen Zahl von Daten zu füttern, werden meistens aus dem Internet bzw. aus frei verfügbaren Datenbanken lukriert oder hier in dem Fall, wie lernt eine KI einen Vogel zu erkennen durch möglichst viele
verschiedene Bilder und Videos von Vögeln, unterschiedlichen Vögeln in ganz unterschiedlichen Perspektiven. Nicht alles, was aus AI verkauft wird, ist auch tatsächlich eine solche, das zeigt diese Grafik, aber lassen wir doch mal Marlies Wirth, die Kuratorin der Ausstellung, selbst zu Wort kommen. Sie haben gemeinsam mit Ihrem Co-Kurator diese Ausstellung hier kuratiert. Was war der ursprüngliche Ansatz? Es ist ja nicht leicht, etwas so Abstraktes wie künstliche Intelligenz in einem Museumskontext überhaupt zu zeigen. Es ist eine sehr gute Frage. Wir haben darüber sehr, sehr lang natürlich nachgedacht und gesagt, wir möchten ja keine neuen Gadgets zeigen oder nur Dinge, die man kaufen kann oder verwenden kann im praktischen Leben, sondern im kulturellen Kontext. Die Kunstwerke sind die Spitze des Eisbergs. Über die steigt man ein in die Thematik, lernt schon kulturell etwas über das Thema und kann dann dahinter noch einmal sich vertiefen. Beispielsweise, wenn man Simon Dennis Werk jetzt hernimmt, sagt man, er arbeitet mit Blockchain und Cryptocurrency. Das heißt, das macht dieses Thema einfach auf für den Betrachter. Und so funktioniert das mit den anderen Arten. Sehr spannender Ansatz. Was würden Sie sagen, wenn jemand, der mit dem Thema nichts am Hut hat, außer dass er vielleicht den Begriff mal gehört hat, geht hier in die Ausstellung, verbringt 2-3 Stunden und geht dann wieder raus? Was könnte der gelernt haben über die Relevanz von KI in 2019? Der könnte gelernt haben, dass es auf jeden Fall alle unsere Lebensbereiche bereits heute betrifft und nicht allein durch unser Smartphone, das ja auch beispielsweise gerade auch bei Fotos schon eine KI-Funktion hat, die sortiert nach Gesichtern oder nach Bildinhalten. Man kann suchen. Baum und dann wird alle Fotos angezeigt bekommen, die einen Baum enthalten. Das heißt, auch da ist schon Applied KI und das ist nur ein harmloses Beispiel. Der Betrachter, Besucher, Besucherin wird rausgehen mit dem Gefühl, dass es sehr viel zu entdecken gibt, dass sehr viel passiert momentan, dass man sich vielleicht darauf besinnen sollte, auf die eigene Selbstermächtigung, auch in Bezug auf die eigenen Daten und Privatsphäre-Einstellungen vielleicht. Und dass man hinterfragen sollte, wenn man Dinge sieht, ist es wirklich so oder wird das verwendet, um mich zu manipulieren oder ist das vielleicht sogar ein Deepfake? Das sind einige oder viele sehr, sehr spannende Arbeiten. Gibt es da persönliche Lieblingsinstallation von Ihnen? Eigentlich nicht, sondern alle sind gleichberechtigt wichtig, um das große Ganze eigentlich möglich zu machen. Und könnte ich jetzt nicht sagen. Ich finde, das kommt da extrem gut raus in der Ausstellung. Dankeschön. Danke. Sehr spannende Ausstellung, wie gesagt. Noch 3 Tage Gelegenheit bis zum 6. Oktober zu sehen im Wiener MAG. Schauen Sie sich das an, bilden Sie sich eine Meinung, bevor Skynet endgültig die Kontrolle übernimmt. Ich hoffe, mit der Qualität des Streams haut soweit alles hin. Wenn es ruckelt oder wenn es Probleme gibt, freue ich mich über einen Kommentar oder über eine Rückmeldung. Ansonsten natürlich auch hier im Bild unsere neue Co-Moderatorin Capri beim ersten Einsatz mit der Logicam. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Sendung und zwar den beliebten Status-Updates der Woche. Was gibt es da zu berichten? Mir ist ein schöner Beitrag aufgefallen von Martin Goldmann, der schreibt bzw. spricht hier in diesem Video über die oder über das, was er als Rockstar-Umkehr bezeichnet. Ein Gedanke, der mir zurzeit im Kopf herumschwirrt, ist der Gedanke der Rockstar-Umkehr. Klingt ein bisschen wie ein Titel aus The Big Bang Theory, ist aber ein einfacher Gedanke. Wir versetzen uns mal zurück in die Zeit der Massenmedien. Dazu zähle ich durchaus auch Zeitschriften, auch Fachzeitschriften, für die ich selber früher geschrieben habe. Oder man nehme die Powerplay von früher, da waren 4 junge Redakteure. Neugierig geworden? Schauen Sie sich das an, die Idee der Rockstar-Umkehr. Das Publikum steht auf der Bühne und wir Content-Produzenten buhlen um die Aufmerksamkeit. Also die Umdrehung der klassischen Situation von früher. Gefällt mir sehr gut, sowohl die Idee als auch der Begriff Rockstar-Umkehr. Sozusagen ein weiterer Beleg, dass der Medienökonom Georg Frank mit seiner Aufmerksamkeit oder mit seiner Ökonomie der Aufmerksamkeit nicht ganz falsch gelegen haben dürfte. Wir haben von Ilkay Özisauglu ein sehr schönes Video gepostet vor 12 Stunden. Es geht darin um die wichtigen Themen Like, Comment und Share, also die 3 Interaktionsmöglichkeiten, die man auf LinkedIn hat. Was sind die Vorteile und die Nachteile? Liebe LinkedIn-Community,
heute vom wunderschönen Brombachsee bei Nürnberg. Als erstes mal Ilkay hat das Video im Rahmen seiner Coffee Break Serie gemacht. Generell sehr, sehr empfehlenswerte Videos. Wie gesagt, schauen Sie sich das an. Und dann haben wir hier zum Abschluss ein kleines Mädchen, dem ist offenbar das Spielzeug ins Wasser gefallen, und einen Hund. Schauen Sie sich das an. Ausgesprochen braver Hund. Zieht das Mädchen zurück. Und holt dann auch noch das Spielzeug. So viel zu den Status-Updates der Woche. Das war die erste Ausgabe der LinkedIn-Show nach der Sommerpause und in live, in Echtzeit. Zum ersten Mal mit unserer Doggycam. Bulla, verabschiede dich von unserem Publikum. Bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zusehen, danke, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Anregungen, Vorschläge, Themen für Ideen haben, dann freuen wir uns natürlich darüber. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von LinkedIn Live.